Grüß euch Freunde, heute seht ihr mich nicht, sondern ich habe ein neues Setup mit hoffentlich besserer Bildqualität. Ich habe vorne auf der Brust die große 4K-Kamera und die kleine nehme ich fürs Audio und für ein Bild nach hinten. Und schaut mal, was man da bei uns machen kann mit dem Fahrzeug. Da ist der Steinpilz. Da kannst du ein Drive-In-Schwammerling machen. Den Parkplatz darf ich jetzt eh schon von mir. Gibt es auch schon Audio-Videos, da mache ich immer meine Motorrad-Videos. Ganz easy. Böschungswinkel ist ca. 45 Grad. Wenn ein bisschen mehr Platz wäre, könnte man da auch springen. Da gibt es einen alten Zugwachs an einen Forstweg. Der Waldboden ist für Herbst relativ trocken. Es hat jetzt schon länger nicht geregnet. So, Wahnsinn, das Drehmoment. Boah, bist du deppert. Fast gleich im Hinterrad. Bist du deppert. Alter, im Hinterrad auf. In dem Moment, wo es einen hinhaut, muss man, also Zündung hat es ja nicht, aber muss man den Schlüssel einmal umdrehen. Heute ist das Wetter ein Wahnsinn. Aha, Rehe, schaut, siehst du die Rehe? Tut mir nicht verschrecken. Man verschreckt, du bist jetzt eh schon. Das ist damals ein bisschen ein Gegenlicht. Wer erkennt's? Da drüben ist der Semmering und dahinter rechts ist Stulig. Semmering und Stulig. Kein Schnee. Mitte November kein Schnee. Jetzt kommt das schönste Haus vom Kreuzberg. Mit dem schönsten Blick. Das ist geil. Boah. Wie gesagt, ich bin 1,88. Und im Stehen ist es schon, geht's gut, aber es ist, kann ein bisschen höher sein. Also es gibt jetzt einen Riser, aber man kann da wahrscheinlich auch seine für Mountainbikes eine Lenkererhöhung montieren. Ja, das ist, war jetzt schon ziemlich technical, oder? Alter, da geht's auf. Extrem steil. Doch ein paar Wanderer unterwegs. Der hat sich ein bisschen gefühlt, glaube ich. Ist das herrlich da? Ist das schön? Super.
traue mich nicht springen. Bin auf einem Mountainbike, ich springe wie. Jetzt beim Snowboardfahren habe ich mich so aufgehört beim Springen, dass ich nicht mehr springen mag. Oh, ja, sag mal. Jetzt hopst das Hinterrad. Nur. Das war wahrscheinlich auch die falsche Technik. Da muss man wahrscheinlich beim Hinfahren muss man wahrscheinlich weiter hinten sein mit dem Gewicht. Und dann nach vor oder so, keine Ahnung. Schaut euch das an. Die Steuerhöhe. Zeige ich euch meinen Lieblingsplatz. Hallo. Das ist schon sehr. Mein Lieblingsplatz. Ein Traum. Das ist grenzwertig schnell. Da drüben ist die Wiese, wo ich letztens raufgefahren bin, beim englischen Video. Und da hinter den Bäumen da links sieht man das kleine unser Haus. Wahnsinn, wahnsinnig schnell. Ja, also das war jetzt eine tolle Runde, 33 Minuten lang, das wollte ich jetzt noch kurz sagen. Und Akku hatte ich am Anfang 68% und jetzt 38%. Also das ist eigentlich für eine halbe Stunde fahren, steil bergauf, wobei dann beim Bergabfahren braucht man dann keinen Strom. Eigentlich super. Ja. Also ich habe mich gut angestrengt, die gute halbe Stunde da jetzt. Und das Fahrzeug ist vom Strom her gut benannt. Ja. Also der Akku ist jetzt an der Ladestation, damit es morgen gleich wieder weitergeht. Na gut, Freunde, ich hoffe, das Video hat gefallen. Habe da heute was zusammengeschnitten, damit es nicht so fad ist. Und dann, da oben ist noch unser Halloween-Kürbis, verabschiede ich mich und bitte euch um ein Däumchen und Kommentare. Gell? Ciao, Baba!